Leute, wir sind zurück bei Persona 5 Royal. Im letzten Part haben wir hier vor Oya aufgehört. Wegen der ellenlangen Cutscene. Wir werden jetzt mit Oya reden und Oya voll machen. Da wir im letzten Part schon vorgelesen haben, was jetzt kommt, werde ich das nicht nochmal tun. So, weil wir werden jetzt einfach Zeit mit ihr verbringen. Da wir Oya jetzt dann Rang 10 haben, brauchen wir auf nichts mehr achten. Oh, nee, noch nicht. Wir sind erst mit ihr bei Rang 9. Okay, dann Zeit mit ihr verbringen. Let's go. Danke. Steh nicht rum, setz dich hin. Ich habe Kayo vor einigen Tagen besucht. Sie ist so dünn geworden. Sie sieht wie eine Fremde aus und sie hat kein Wort gesagt. Ich glaube, sie hatte einen mentalen Infarkt oder wie das heißt. Hast du die Wahrheit aufgedeckt? Es ist noch immer ein Rätsel. Sie ist nicht in der Verfassung, über die Geschehnisse zu reden. Ihr Arzt sagte, man hätte sie vor einem Jahr bewusstlos auf der Straße gefunden. Sie wanderte wohl ohne irgendwas an der Küste entlang. Die Frau des Direktors sah das und nahm sie auf. Gibt es Hoffnung auf Besserung? Ich kann nur hoffen. Herbringen kann ich sie nicht. Sie wird noch immer verdächtig und befände sich also nur in Gefahr. Wir werden also nie erfahren, was damals mit dem Beamten passiert ist. Nicht unbedingt. Ich habe ihre Haarspange. Sie sieht wie ein normales Schmuckstück aus, aber darin eingebaut ist eine Kamera. Erinnerst du dich an die Sprachnachricht, dass sie etwas Großes entdeckt hätte? Ist alles da drauf. Dann... Das Bild eines Geheimtreffens des Beamten. Ja, der andere da steckt sicher hinter der Veruntreuung. Und der andere gehört zu Shidos innerem Zirkel. Shido? Meinst du den Politiker? Ich fasse es nicht, dass jemand in seinem Umfeld so etwas tun würde. Yep, der Vertraute erpresste den Beamten offensichtlich und brachte ihn um, als er nicht mehr zahlte. Kayo muss irgendwie entkommen sein, er litt dann aber sozusagen einen mentalen Infarkt. Ich habe aber keinen Schimmer, wer so etwas auslösen könnte. Das könnte auch der Grund sein, weshalb man sie nicht getötet hat. Tja, die haben ihr journalistisches Talent gehörig unterschätzt. Das ist eine Wahnsinnsstory. Wenn du recht hast, wird das einschlagen wie eine Bombe. Aber in der gegenwärtigen Situation wird es schwierig, darüber einen Artikel zu schreiben. Ich habe keine Aussage von Kayo und selbst wenn, dann könnte ich nicht mit ihr zusammenarbeiten. Die würden mich fertig machen, wenn ich mich ihnen völlig unvorbereitet entgegenstelle. Du gibst doch nicht auf, oder? Für wen hältst du mich? Ich tue alles, was möglich ist, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ich sagte, ich muss vorbereitet sein, oder nicht? Das dauert halt nur etwas länger. Dann... Ich habe mich eh schon auf einen längeren Kampf eingestellt. Ich habe ihre Bilder. Jetzt brauche ich belastbare Beweise, um ihre Unschuld zu belegen. Ich werde Kayo rächen. Damit ist unsere Abmachung beendet. Es wäre zu gefährlich für dich, weiter bei mir gesehen zu werden. Das verstehst du doch. Die Gegner schrecken nicht davor zurück, Hindernisse zu erledigen. Die nehmen mich sicher bald ins Visier. Bring du dich in Sicherheit und komm nicht mehr hierher. Ich will helfen. Meinst du das ernst? Du musst Nerven aus Stahl haben. Echt mal, Ichiko-chan, du solltest öfter ehrlich zu dir selbst sein. Du wirst niemanden sonst finden als diesen Bengel hier, der dir so aufmuntern und ehrlich zuhört. Das wird ein harter Kampf gegen einen gefährlichen Gegner. Mit ihm an deiner Seite schaffst du es. Moment mal, so ist das nicht. Na klar, was ist mit dir, Junge? Hast du Angst davor, dich den Gefahren zu stellen? Natürlich nicht. Also schön. Wenn du deine Nase aus freien Stücken in die Sache steckst, dann kann ich nichts dagegen machen. Ich löse den Fall alleine, aber ich bin für einen Freund dankbar, der mir den Rücken frei hält. Klasse, dann lass uns anstoßen und zwar mit Champagner. Das muss das billige Zeug sein. Der Laden hat hier nicht elegant... Der Laden hier ist nicht elegant genug für hohe Markennamen. Und für den Jungen gibt's eine Tasse Oolong-Tee. Mann, so lahm. Ich habe schon lange nicht mehr angestoßen. Na, das Gesöff ist eigentlich egal. Es kommt auf die Gesellschaft an. Meine Bindung zu Oya vertieft sich. Sehr gut. Ich lege mal eine Flasche kalt. Bin gleich zurück. Hey, warum tust du das alles eigentlich für mich? Am Anfang ging es um die Artikel, aber jetzt hast du doch keinen Grund mehr hier zu bleiben. Oder hast du das etwa ernst genommen, als ich dem Chef sagte, wir wären ein Paar? Ach, ihr Kinder heutzutage seid echt so naiv. Ich sollte meine Worte sorgfältig abwägen.
Die Nummer mit dem Paar. Ich habe es nicht ernst genommen. Natürlich, Gott sei Dank. Wäre viel zu viel Stress mit einem Minderjährigen. Wieso braucht Lala-chan so lange? Und warum ist es hier so heiß? Ist doch heißer geworden, oder? Ich werde ganz schläfrig dadurch. Matani. Tschüss. Hätten wir das andere genommen, hätten wir eine Beziehung mit Oya eingehen können. Es nervt so unheimlich, wenn die Phantomdiebe sich doch nur um ihn kümmern würden. Das wäre super. Warum postest du nicht eine Anfrage in ihrem Forum? Dieser Akechi schwingt große Reden, aber er steckt nichts dahinter. Warum greift er die Phantomliebe immer nur an? Ja, oder? Manche Leute haben einfach kein Feingefühl. Richtig so. Schauen wir mal unsere Pläne für heute an. Huch, haben wir gar nichts geplant? Ich bin mit Makoto einkaufen. Wir kommen, wenn wir fertig sind. Eigentlich wollte ich Futaba gerne mitnehmen. Aber wir können sie nicht in solche Menschenmengen schleppen. Das wäre viel zu früh. Manchmal sind drastische Maßnahmen nötig. Ziemlich stachelige Worte. Du weißt, dass du das eines Tages brauchen wirst, oder? Queens Kleider haben auch Stacheln. Ich würde mir wohl die Hände blutig machen, wenn ich sie anfasse. Ehrlich gesagt habe ich über diese Möglichkeit auch schon nachgedacht. Nicht du auch noch, Yusuke? Hey, das klingt lustig. Ich will mitmachen. Wir reden mit Futaba. Mit dir hat das nichts zu tun. Notiz. An verhält sich Ryuji gegenüber kalt. Hey, lass das mit den Notizen. Jedenfalls darfst du dich auf unseren Besuch freuen. Mein Herz pocht. Was führen die nur im Schilde? Das weiß ich auch nicht. Ich würde so gerne wissen, wer die Phantomdiebe wirklich sind. Hey, junge Dame, soll ich dein Herz stehlen? Soll das eine Anmache sein? Ist ja lächerlich. Offenbar sind sie sogar im Ausland total bekannt. Verrückt, oder? Wenn ich den Phantomdieben doch nur beitreten könnte.人間、そう簡単には変わらんさ。ま、進歩はしてるってことにしてやるよ。いや、ちぎれる、ちぎれる、やめろ。にしてもあいつら遅えな。人待たせて何やってんだ。 お邪魔します。遅くなってごめんね。いろいろ見てたら迷っちゃって。見てた？何の話だ？水着に決まってんじゃん、双葉ちゃんの。みみみみみみみみ水着！持ってないでしょ？ そうだけど。じゃ、今から試着ね。今から？ぶっつけ本番はダメでしょ。海までもう時間ないよ。ちょっとそんな。え？ のぞいたらどうなるか。分かってるね。そんなに力で持っていくものなの？こういうの持って守るから。
Du bist ein Perversling. いいから、おとなしくしとこうぜ。ガキだな、お前ら。上、さっきから何騒いでんだ。水着がどうのって聞こえたが。水着の試着やってんすよ。今度みんなで海行くんで。双葉が海？ あいつには季節感なんて言葉縁がないかもって思ってたんだが。 Wir haben Badesachen. Wir gehen sowas von an den Strand. Jetzt muss ich nur noch Futaba mental vorbereiten. Ich schaffe das, glaube ich. Vielleicht. Du glaubst also nicht an dich. Halt die Klappe, Inari. Ah, endlich fühlt sich das nach Sommerferien an. Aber ich habe über einiges nachgedacht, nachdem jetzt alles etwas ruhiger ist. Zum Beispiel die psychotischen Störungen, Psychognistik und die Person mit der schwarzen Maske. Sie ist jedenfalls gefährlich. Absolut, wir müssen extrem vorsichtig vorgehen. Aber wir haben noch nicht genügend Informationen. Wir müssen weitere Nachforschungen anstellen. Ich helfe auch mit. Können wir wann anders darüber reden? Ich bin so müde. Okay, dann gute Nacht, Futaba-chan. Viel Glück morgen. Der Chef hat so hohe Erwartungen an uns. Wir müssen noch härter arbeiten, damit Futaba schöne Erinnerungen hat. Oh, Oya möchte doch aufsteigen. Nee, Oya möchte nicht aufsteigen. Es würde gar nichts bringen, was mit Oya zu machen. Aber da es regnet und niemand anderes was machen kann, können wir das, denke ich, ruhig mal machen. Einfach zu Oya gehen, weil es regnet halt, es ist kein anderer da. Wir können nichts anderes machen. So, dann machen wir das einfach mal. Ich arbeite in letzter Zeit zu viel. Da habe ich nichts Richtiges zum Essen da. Mit meinem Bonus würde ich lieber Sushi essen gehen. Oh, hast du neue Infos über die Phantomliebe? Ich kann Oya näher kommen, dank der Teufel Persona Incubus. Die Bindung zwischen Oya und mir kann sich noch nicht vertiefen. Was wirst du tun? Triffst du dich mit Oya? Ja. Ich könnte sie zu teurem Sushi einladen. Ja. Ein Sushi-Restaurant? In Ginza? Wie? Klingt gut. Gehen wir. Du bist natürlich eingeladen. Ich habe gerade einen Bonus bekommen, deswegen hole ich mir heute das teurere Sushi. Los, halt dich nicht zurück. Bestell dir, was du willst. Betrachte es als Dankeschön für all die Infos, die du mir gegeben hast. Und ab und zu esse auch ich gern mal normales Essen. Muntern wir uns etwas auf. Ha, du hast recht. Wir sollten für unsere nächste große Mission Energie tanken. Heute gebe ich einen aus. Schlag zu. Wow, du hast echt zugeschlagen. Aber für einen Oberschüler ist das sicher normal. Dafür musst du mir noch ein paar Exklusivmeldungen geben. Ich verlasse mich auf dich. Ich glaube, wir sollten los. Wir nehmen doch Sushi mit und schauen bei Lala-chan vorbei. Hey, ich wusste gar nicht, dass man die kaufen kann. Ich schenke dir eine, dann haben wir beide eine aus dem gleichen Set. Meine Bindung zu Oya wird bald stärker werden. Danke für heute. Ich verlasse mich auf dich, was weitere Infos angeht. Das kannst du gerne machen. Jetzt können wir Oya erst voll machen. それで今日はどうする?
そうだな。みんなで飯食うか？前に鍋やったあんな感じ。いいかもしれん。特訓になって親睦も深まる。よ、やってやるぞ。そしたら俺、コーラとオムライス大盛り。俺もオムライスをいただこう。Schaffst du das alles? 食べきるさ、必ず。趣旨違ってるから。私もオムライス、特盛りで頼む。ふぃー、食べた食べた。おお、双葉って意外と食うんだな。すがすがしいほどの食欲だ。食が細すぎる女性よりずっといい。色目使ってんじゃないぞ。失礼だ。宗次郎、助けて。よさないか。特訓うまくいってるでいいのか？ Es läuft prima. じゃあそれでいいわ。食後にコーヒー出してやる。俺のおごりだ。ありがとうございます。私アイスココア。お前も苦いのダメなんだろ。アイスココアでいいか。キンキンに冷たいので。こんなにぎやかな昼飯初めてだな。うん、楽しい。Hey, was machen wir wegen dem Strandurlaub? Sieht es aus, als könnte sie bald fahren? Naja, sie hat angefangen, viel mehr zu reden. Verglichen mit dem Anfang hat sie echt schon große Fortschritte gemacht. Was meinst du, Futaba? Schaffst du das morgen vielleicht? Morgen? Das ist zu früh. Ich will mich vorbereiten. Kämpf dich durch. Übermorgen würde ich es hinkriegen, glaube ich. Dann gehen wir übermorgen. Sag uns einfach Bescheid, wenn es dir doch zu viel ist, Futaba. Gut?Ist schon okay, ich packe das. Wir sind schon so weit gekommen. Mal sehen, wie es morgen läuft. Das werden wir herausfinden. Wer möchte was mit uns machen? Hifumi? Gut, oh ja, gerade nicht. Iwai, Kawakami ist noch dicht.Dann auf nach Hifumi. Weil was anderes können wir halt leider nicht machen. Oh nein. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Genau, da müssten wir jetzt sein. Oh ja? Hifumi redet mit einer Frau. Sie wirkt wieder bedrückt. Ich kann Hifumi näher kommen, dank der Sternpersona Kodama. Meine Bindung zu Hifumi wird bald stärker werden.Was wirst du tun? Sprichst du mit Hifumi? Ja. Ganz genau. Dein nächster Gegner ist endlich ein Profi. Mein Kunde ist ein hohes Tier im Verband der Shogi-Profis. Ich habe mich echt ins Zeug gelegt. Aber... Ist dieser junge Mann ein Fan von dir, Hifumi? Nein, Mutter. Das ist mein Shogi-Freund. Ich habe dir von ihm erzählt, weißt du noch? Dein Shogi-Freund, ja?Ich will nur eines klarstellen. Ich hoffe, du hegst keine seltsamen Gefühle für Hifumi. Mutter! Wie du sicher weißt, darfst du dich nicht mit Jungen verabreden, junge Dame. Du hast mit deinen vielen Fotoshootings eine ganze Reihe neuer männlicher Fans gewonnen. Ja, Mutter. Du kannst 50 Kerle wie ihn haben, wenn du berühmt bist. Du musst das erreichen, was ich nicht erreichen konnte. Ich gehe jetzt zur Arbeit. Du musst nicht wach bleiben.
Gut. Bitte entschuldige, das war sicher ein ziemlicher Schock. Die macht mir Angst. Das war sehr ehrlich von dir, aber nicht unbedingt falsch. Mein Vater ist krank und kann nicht arbeiten, also muss meine Mutter das Geld verdienen. Meine Mutter war TV-Moderatorin, musste aber aufhören, um meinen Vater zu pflegen. Mein Vater war Shogi-Profi, er ist ein ruhiger Typ, aber beim Shogi hat man seinen Willen gesehen. Er hat nie gezögert wie ein König. Ich habe ihn sehr bewundert und auch mit Shogi angefangen. Aber nachdem er immer alles in Shogi gesteckt hatte, ist er eines Tages plötzlich zusammengebrochen. Für meine Mutter war es, als hätte Shogi ihr ihren Traum und ihren Mann gestohlen. Und trotzdem drängt sie mich weiterzuspielen. Sie will, dass ich ihre Träume verwirkliche. Ich sollte lieber arbeiten, um Geld für uns zu verdienen. Ich will Profi werden, um genug Geld zu verdienen, damit meine Eltern keine Sorgen mehr haben. Ich mache Fotoshootings und Interviews in der Hoffnung, dass das ein bisschen Geld bringt. Aber ehrlich gesagt fällt es mir sehr schwer. Dann hör doch einfach auf. Es ist schön, dass du dich so um mich sorgst. Aber wenn ich an meine Mutter denke... Niemand sieht mich mehr als Shogi-Spielerin. Sie erkennen meinen Können nicht mehr an. Ich spiele Shogi nicht, um zu einem Idol zu werden. Ich liebe einfach meine Eltern und will ihnen helfen, das alles irgendwie zu schaffen. Tja, das ist nicht gut. Ich darf vor einer Partie nicht an so negative Dinge denken. Also spielen wir. Heute fordere ich dich mit vielen Angriffszügen heraus. Das bringt dir bei, wie du dich aus heiklen Situationen befreien kannst. Ich spüre, wie Hifumis Vertrauen in mich wächst. Bist du bereit? Diese Aura, mein rechtes Auge zuckt. Jetzt. Es ist Zeit, mein geheimes böses Auge zu entfesseln. Also, auf ein faires Spiel. Mit Hifumi Shogi zu spielen hat dabei geholfen, mein Wissen zu erhöhen. Wieder ein weiteres Level für Hifumi. Jetzt haben wir die Hälfte mit Hifumi auch schon voll. Puh, das war gar nicht mal übel. Machen wir nächstes Mal da weiter. Oh, hallo, hast du kurz Zeit? Ich entschuldige mich für das rüde Verhalten meiner Mutter vorhin. In letzter Zeit ist sie nicht gut drauf, meine männlichen Fans machen ihr so langsam Sorgen. Sie wollte dich auf keinen Fall verletzen. Ich möchte mich für sie entschuldigen. Du hast eine Menge zu erledigen. Verzeihung, ich wollte dir keine unnötigen Sorgen bereiten. Ich werde mit ihr über dich sprechen. Es müssen meine mangelnden Fähigkeiten sein, die meine Mutter so extrem sensibel gemacht haben. Ich möchte besser werden, damit ich ein angesehener Spieler werden und sich meine Mutter beruhigen kann. Also dann, arbeiten wir beide hart dafür, unsere Ziele zu erreichen. Man sieht sich. Ja gut. Why not? Yosh. Nur noch einen Tag, morgen geht's ab zum Strand. Hey, bist du da? Sorry, aber ich brauche Hilfe beim Abwasch. Hilf mir beim Abwasch! Ist Futaba auch da? Müssen wir nicht nur im Café aushelfen, sondern auch noch Futaba beschäftigen. Aber je schneller wir uns darum kümmern, desto schneller sind wir fertig. Futaba, nanka iru ka? Orange juice, kaju 20%. そういや明日海だろ。花火の分も楽しんでこいよ。雨外しすぎない程度にな。花火って？あ？双葉は知らないか。花火大会雨で中止になったんだよ。人混みに揉まれた挙句濡れネズミになって帰ってきたっていうオチだ。 こんにちは。ああ、いらっしゃい。おや、君。俺、知り合い？あんた、確か。明智です。ああ、テレビとかの。笑)
探偵さんが何の用だい。想像してた以上だな。雰囲気いいよね。サエさんが推薦するだけのことはある。はあ？知ってることは全部話したぞ。もう話すことはねえ。いや、そういうつもりはありません。美味しいコーヒーをいただきに来ただけですよ。ああ、そちらは。ああ、君が一色若葉さんの。注文は？じゃあ、おすすめを。あいよ。なんか僕、どこに行っても歓迎されないね。Das überrascht mich. すまない。僕の母はろくでもない男と愛人関係だったらしくてね。僕を身ごもった後、手ひどく捨てられて、失意で体を壊し、早くに世を去ってしまった。おかげで僕はいろんなところを転々とさせられて、まあ今じゃ気ままな一人暮らしだけどね。そうそう、メジエドだけど、ハッキングで退治されるとはね。怪盗団が倒したのか、熱狂的な信者がやったのかはわからないけど。名前、双葉ちゃんだったかな。サエさんから聞いてるよ。君くらいの年代の子は怪盗団のファンが多いようだけど、君も好きなのかい？どうしたの？名探偵明智こそ第二期。ありがとう。まあ怪盗団なんかと同じ土俵で比べてほしくないけどね。うん、おいしい。君は毎日飲めるんだろ。うらやましいな。まさかこの店の居候だったなんてね。君とは何か縁を感じるよ。Das sehe ich auch so. Arigato. Ba mo hito mo meguri awase da to omou. Kimi to hanashite iru to fushigi to shikou o shigeki sareru nda. Kore kara chokuchoku kaiwasete morau yo. Kennst du Akechi, diesen nervigen Typen? Ich schalte immer um, wenn ich ihn sehe. Er ist immer nur am Nörgeln. Nie im Leben sind die Phantomdiebe die Bösen. Er wirkt so verzweifelt, irgendwie uncool. Komm jetzt da raus. Ich bin vor dem Leblanc. やりたい。買ってきたからやろう。Du bist allein gegangen? うん。帰りにモノと会ったけど。ソジロ呼んでくる。危なかしいからつけてみたが、あいつはちゃんと一人で買い物していた。ここまでできれば。もう問題なさそうだな。名探偵の質問もうまくかわしてたし。宗次郎、早く早く花火大会するぞ。
待てて、ふたば。まだタバコの火が。お前ら、我が輩に煙かけんな。へそっ、日本取り、うりゃー。人の話を聞け。おい、猫が嫌がってんぞ。動物に火近づけんなよ。すっげー、でっかい玉できた。宗次郎、ほら、見てみろ。おう、気をつけてな。夏の思い出ね。よし、次は十本取り行く。あ、やめろ。Als ob ich für sie nur ein Spielzeug wäre. Super, dann gehen wir morgen an den Strand. Ich habe darauf schon so lange gewartet. Wir lassen Futaba an deiner Oppu trainen. Super. Ich komme schon allein zurecht. Ich will nur, dass ihr auf jeden Fall zusammen bleibt, okay? Keine Sorge. Ich habe schon Vorkehrungen für diesen Fall getroffen. Das beruhigt mich nicht. それにしても海水浴か。ようやく羽が伸ばせるな。Okay. Die haben wir alle voll. Und nur Chihaya möchte was machen. Warum ist jetzt Oya nicht da? Mann! Nur so ein Scheiß, ey! Oh, haben wir wenigstens eine Fortuna-Persona bei uns? Nee, ne? Natürlich nicht. Gut, wir brauchen die... Wir brauchen die hier nicht mehr. Ach so, ja, das ist mit Oya ist ja eh egal. Hey, Shujin! Dann ist Chihaya wenigstens auch schon mal Stufe 5. So, wir brauchen eine Fortuna-Persona. Ja, tatsächlich, die erste Fortuna-Persona ist Klosso. Das ist ja sehr interessant, das wusste ich gar nicht. Meine Schicksalsdeutung besagt, dass du heute Glück hast. Möchtest du einen Test machen? Chihaya wartet wohl im Rotlichtviertel auf dich. Willst du sie treffen? Ja. Ich komme sofort. Okay, ich freue mich darauf, dich zu sehen. Ach, ich war neugierig und habe dein Schicksal gedeutet. Ich habe es mehrmals versucht, aber immer erscheint die Herrscherin. Letztes Mal spürte ich, dass du Probleme mit Frauen hattest, aber diesmal ist es anders. Sei jedenfalls vorsichtig. Also, was möchtest du heute unternehmen? Verifizierungstest machen. Es gibt viel, worüber ich mit dir reden will. Bitte setz dich. Ich kann Chihaya näher kommen, dank der Fortuna-Persona Klosso. Meine Bindung zu Chihaya wird bald stärker werden. Was wirst du tun? Machst du was mit Chihaya? Ja. Ein Glück. Schauen wir mal für heute... Ich habe dir heute viel zu zeigen. Hier, mentales Training im Sport und wie man ein erfolgreiches Unternehmen aufbaut. Ich habe sogar ein Buch über das Geheimnis, gut zuhören zu können, von einer Hostess aus Ginza. Ich habe ewig überlegt, welche Bücher ich mitbringe. Ich habe zu Hause noch viele, viele mehr. Ich nehme sie als Referenz für die Ratschläge, die ich meinen Kunden gebe. So kann ich neue Alternativen vorschlagen, statt sie sich ihrem Schicksal fügen zu lassen. Du bist so fleißig. Natürlich. Ich muss ja meinen Kunden zu ihrem zukünftigen Ich beraten können. Jedenfalls wollte ich dir sagen, dass ich eine neue Philosophie habe, was das Wahrsagen angeht. Wer überzeugt ist, kann das Schicksal verändern. Und die Käufer der heiligen Steine, denen sage ich kostenlos ihre Zukunft voraus.
Ich würde Ihnen ja gerne Ihr Geld zurückgeben, aber aber was? Störe ich? Yokoda-san? Ist eine Weile her, Jungfer. Was machst du hier? Der Vorsitzende schickt mich, um nach dem Rechten zu sehen. Wer bist du? Das ist mein Lehrling. Ich habe ihm den Vorsitzenden noch nicht vorgestellt. Willst du etwa sagen, du bist so beschäftigt, dass du einen Lehrling einstellen musstest? Ja, er ist mir eine große Hilfe. Ah, ich hatte diese weise Voraussicht von dir erwarten müssen, Jungfer. Also dann, ich muss gehen. Danke für den Besuch. Tut mir leid, dass du das so sehen musstest. Hast du Schwierigkeiten? Nein, das ist nichts Ernstes. Jedenfalls ist das privat, Hartnetz-san. Du musst nicht weiter darüber nachdenken. Warte, machst du dir etwa Sorgen um mich? Ach, das rührt mich aber wirklich. Wenn du in meiner Nähe bist, habe ich viel mehr Glück, Hartnetz-san. Ich weiß was. Zum Dank sage ich dir immer deine Zukunft voraus, wenn du es willst. Ich spüre Jihayas große Motivation. Na, hoffentlich. So, jetzt geht's erstmal zum Strand, Alter. Yoshi. Oh weh, so spät schon. Ich mache für heute Schluss. Gute Nacht, Hartnetz-san. Keine Sorge. だけど、双葉大丈夫？大丈夫。みんないるし。そろそろお昼だね。やだ、イカがこっち見てる。焼いてから大丈夫だって。お前、俺いないとイカも食えないのかよ。 うちらもご飯にしよう。
じゃあ俺、適当に買ってくるわ。ここまで来てそれか。出職。ありふれた味なの。なんてこんなうまいんだ。まこと、甘くってねえじゃん。ああ、うん。もしかして具合悪いとか？わかってねえな、リュウジ。女子は水着の時は少しでも細く見せたいもんだ。でも気にしすぎだぞ。朝飯はちゃんと食ったか？モナ、デリカシーかい。で、この後どうする？ビーチバレーでもやるか。あーごめん、今から女子だけでバナナボート乗る約束してるから。3人乗りの1つしか借りられなくてごめんね。それじゃあ俺らは？荷物番。ざっけんな、扱いが雑すぎんだろ。俺ら世間を騒がせまくってる有名人だぞ。もっと丁寧に扱え。異世界ではいいと思うんだけど、不思議よね。お宝は盗めても女の子のハートは盗めそうにないもんね。そんなアンドのバナナボートまだ？あ、ごめんね、すぐ行くから。終わったら交代するって。荷物番よろしく。バナナ、バナナ！待っててば。そんなに走ったら危ないって。くっそー、あいつら俺らの凄さを分かってね。命かけて怪盗やってんだ、その辺の奴らと同じなわけねえだろ。俺らもっと現実でいい思いしていいんじゃねえの？Du bist total eingebildet. Ja, wir sind besonders. Yusuke ist auch so, oder? Na, wenn man es so sagt, so ist es. Du bist zu nahe an uns, und ich weiß es nicht. Hey, wie kannst du Ando die Kaito-Größe kennenlernen? そりゃ盗むしかねえだろ、あれを。Herzen？ 暗にバカにされたからな、見返してやろうぜ。なるほど、現実でも我が輩のテクを証明すれば。怪盗で磨いたテクニックで盗みまくってやろうぜ。俺らのオーラならあっという間に女にモテモテだろ。いいだろ、やってやる。現実での仕事も悪くない。決まりだな。そういうわけでモナ、荷物番頼むな。よし、さっさと行こうぜ。おいこら、我が輩を置いてくんじゃねえよ。
海、心なしか、濁って見えんな。Gib einfach auf! Mada owatte nee yo! Kiseki no gyakuten gachi! Neratte yaru kara na! Oi! Sakki kara shizen o kanjiru nda ga? Dare ka ni tsukerarete nai ka? Moshikashite! Gyaku nanka?ほら、やっぱりいたわ。あたし、ビンビンに感じてたもの。あの子たち、もしかして逆の街？てめ、新宿の！なんでここに？あらやだ、こんなとこで再会とか。デスティニー感じちゃう？おねえポリスの職質に答えないと返さないわよ。本物の男はどっちだと思う？な、何言ってん？はい、時間切れ。正解はどっちもおとめでした。職質放棄で公務執行妨害鉄筋な。おねえポリスの腕が鳴るわね。確保。星が逃げたわよ。おえ！なんとか巻いたか。そういや、ユウスケはここにいたのか。探したぞ。つか、なんでエビ？お前たちが職質されているとき、売りに出されていたのが目についてな。針金を使い果たしてしまった。どういう金銭感覚よ。つうか、見てたんじゃねえか。だったら助けに来いっつうの。この独特のホルン、生で見て一目惚れしてしまったよ。アンを初めて見た時以来の衝撃だった。そりゃよかったな。私たち友達と来てるんで。またまた。俺たちの船でクルージングでもどう？今夜パーティーもあるんだ。有名人とか業界人いっぱい来るよ。話聞けっての。悪い悪い、お待たせ。友達ってマジだったんだ。最初から言ってんじゃん。こんなガキといたって退屈じゃない？あなたたちといるよりもずっと有意義ですけどね。何？よせって、ガキ同士で楽しく過ごしてもらおうよ。ごめんね。感じ悪。ありがとう、来てくれて。あの人たちほんとしつこくて。Sie hatten Glück. どういうこと？下手したら向こうが病院送りに。あ、いや、なんでもないっす。
ところで、双葉とモルガナ。おお、伊勢海老？しかも両手？それ私も持ってた。刺身か、カブト焼きか。よせ、鑑賞用だ。両方とも。なんか盛りだくさんだし、みんなで海に来た甲斐はあったよな。そろそろ帰らないとね。ああ、支度するか。双葉も人混みで平気そうにしてたし、課題はクリアできたみたいだね。おい双葉、帰るぞ。突っ立ってないで手伝え。私ね、私ずっとお母さんが死んだのは自分のせいだと思ってた。ああ、みんな私が殺したって言うから、みんな私を人殺しだと思って見てた。この世界が嫌いになった。だから殻に閉じこもって耳を塞いだ。私願ってた、お母さんが生き返ればいいのにって。時々起きて全部夢だったって思う。でも世界は何も変わってない。だからまた眠る。その繰り返し。私、お母さんが好きだった。お母さんみたいになりたかった。遅くまで机に向かってたこと、朝早く起きて毎日お弁当作ってくれたこと、お母さんが頑張って研究していたこと、ノートをこっそり見て怒られたこと。認知科学だったわね。認知する世界は欲望によって歪んでしまう。その世界が歪むと現実で問題行動を取るようになる。認知世界の核を取り除くとその世界は消えて問題行動も収まる。それってパレスのことじゃ。異世界知ってたのか？意味が分かんなかったけど、実際自分がそうなったことで理解できた。私、お母さんのことばっかり考えた。気がついたら認知の迷宮にとらわれてた。出られなくなっちゃってた。自分ではどうしようもできなくなってた。だから心を盗めって？いろいろ飛躍しすぎだろ。心を盗む怪盗の噂、最初は信じてなかった。でも偶然聞こえてきた。すぐ近くに怪盗がいた。聞こえてきた。ああ、あの盗聴。そもそもなぜルブランに盗聴を？宗次郎がしっかり働いているか監視しておかないといけないからな。悪趣味なやつ。心を盗んだって話聞いてて飛び上がるほど嬉しかった。
怪盗なら私の心を治せるかもしれないって。最初からそう言ってくれればよかったのに。いきなり頼んだら怪しまれるかもしれない。そもそも悪いやつかもしれない。だから慎重に接触した。どういう反応をするか何度も確認した。ええ、随分と振り回されたわ。でも双葉、マスター以外とは長い間誰とも話してなかったんだよね。怪盗団に連絡取るのはかなり勇気がいったんじゃない？理由は二つある。一つはメジエドの挑発。怪盗団が情けなくてムカついてた。解散されたら困ったし。ああ、俺たちの頼みの綱だった。もう一つはルブランの盗聴で聞こえてきたこと。ソジロが私を虐待してるなんて嘘で責められてて、お母さんのことをハケなんて脅されてて。捏造もいいとこだよな。あ、悲しくて苦しかった。ソジロを助けなきゃ、何とかしなきゃって思った。そうだったんだ。でも怪盗団、私のためにあんな危険を犯してくれてるとは思わなかった。こんなに心配してくれてるって思わなかった。疑うような真似してごめんな。私たちのこと信じてもらえた？うん、私にはわかる。お前らは悪いやつじゃない。だから頼みがある。私を仲間に入れてくれ。入れるも何も、もう仲間だろ。正直に言う、私、改心とか目的じゃない。お母さんのことが知りたい。お母さんが殺された理由を。殺された？お母さんのノートに書いてあった。認知世界にいる自分が死んでしまうと現実の自分まで意識不明になるって。廃人化か？じゃあ金城の言っていた悪党っていうのは。ええ、そういうことになるわね。あまり考えたくないけど、双葉のお母さんは。わからない。でも死ぬ直前のお母さん、様子がおかしかった。どんな風に？話しかけても返事してくれなかった。道路に向かって飛び込むというより倒れ込む感じで。それでノートのこと本当かもしれないって思って調べた。本を読んだり、ネットに公開されている論文を調べたり、いろんな研究所のネットワークに忍び込んで秘密のデータも見た。それでハッキング。どんな頭してんだよ。でも何もわからなかった。お母さんの研究はどこにも見つからなかった。
お母さんは誰かに殺されて、研究はなかったことにされた。きっと偽物の遺書を読んだ黒い服の大人に。あいつら絶対許さない。双葉、私気づいた。みんなと一緒ならあの世界のことわかるって。そしたらいつか黒い服の大人につながる気がする。怪盗団に入りたいのは超個人的な理由だ。ダメか、足手まといか。むしろ頼もしいぐらいだなあ、モナ。なんで我が輩を見る。力不足とでも言いたいのか。実際お前より役に立ってたじゃねえか。おい、引き捨てならないぞ。こんな怪盗団だけど改めてよろしくね。ありがとう。あいつらはほっといて、早速双葉のコードネーム決めよっか。なんだそれ。本名じゃカッコつかないでしょ。ジョーカー、スカル、モナ、パンサー、クイーン、そしてフォックスだ。双葉はハッカーじゃ違うよね。メカ？パソコン？ヨード。まんまゴーグルでいいんじゃね？クソダサい。猫センスなし。ざまあ。双葉のコードネームいいやない？ファラオ。呪うぞ。双葉自身は何がいいの？ナビ。勝利に導いてやる。いいんじゃない？じゃ、双葉はナビな。でも、すぐ近くに噂の怪盗がいるとは夢にも思わなかったぞ。お互い様だ。まさか異世界研究者の娘とはな。不思議なもんだ。そろそろ帰ろっか。うん、オッチ帰ろう。はい、メジエドの件予想以上に効果があったようで、これで怪盗団の支持も一層拍車がかかるでしょうな。そうですね、怪盗団を効果的に使う手だってはありますし、不要なゴミは今のうちに処分を。たとえ身内だろうとね。Oi. Da bist du ja wieder. Wie ist es mit Futaba gelaufen? Ich habe gehört, dass du ihr einige Tage Gesellschaft geleistet hast. Danke. Ein Verbrecher, der seine Taten im Meta-Universum begeht. Das können wir nicht länger ignorieren. Vor allem, weil er vielleicht Futabas Mutter getötet hat. Ehrlich gesagt hatte ich überlegt, ob er vielleicht hinter den psychotischen Störungen steckt. Aber jetzt scheint es, als würde er auch Leute umbringen. Technisch gesehen sorgt er dafür, dass die Leute mentale Infarkte haben, die sie dann umbringen. Das passiert, wenn man den Schatten von jemandem tötet, oder? Mhm. Wir hatten bei Kamoshina und Madarame Sorge deswegen, weißt du noch? Psychotische Störungen und mentale Infarkte, es wäre schon logisch, dass derselbe dahinter steckt.
Die Nachrichten erwähnen nie, dass die Opfer sterben. Die Leute wissen also nur von den Störungen. Der Scheiß ist also echt ein Fall. Wenn das stimmt, dann ist der, der dahinter steckt, ein Killer. Ich werde ihm die Scheiße aus dem Leib prügeln. Ich würde vorschlagen, dass wir ab jetzt auch vorsichtiger sind. Wir wissen immer noch sehr wenig selbst über unseren Metanav. Stimmt. Warum dieses Ding wohl existiert? In meinem Traum kam ein Mann vor. Ein Traum? Schläfst du noch, Alter? Ob dieser Verbrecher die App wohl auch verwendet? Futaba, das scheint dein Fachgebiet zu sein. Weißt du was darüber? Nein, ich hatte noch nie davon gehört. Ich meine, es ist nicht einmal wirklich eine App. Es ist eher ein mysteriöses Ding wie eine App. Ich verstehe. Aber es ist schon okay. Ich weiß zwar nicht viel über den Navigator, aber auf die Erfolgsspur kann ich euch trotzdem führen. Ich führe euch zu jedem Verbrecher, nach dem ihr sucht. Haha, ihr könnt euch auf mich verlassen. Cool, Alter, du bist viel zuverlässiger als Mona. Hey Hartnett, du lebst doch in Yongen, oder? Kennst du das alte Kino dort? Das alte Pärchen, das es betreibt, wird offenbar von fiesen Bauspekulanten bedrängt. Das Kino steht wohl in einem neuen Bauprojekt im Weg. Wir können nicht zulassen, dass sie die alten Leute dazu zwingen, auszuziehen, oder? Holt die Abrissbirne! Witze sind jetzt nicht angebracht. Das alte Pärchen ist von deren Drohungen so eingeschüchtert, dass sie ihr Kino nicht mehr öffnen. Jedenfalls ist unser Ziel ein Typ namens Yasuo Yoshi. Vertreiben wir ihn und retten das alte Pärchen. Diese Sache mit Menschheit könnte Veränderungen in Mementos bewirkt haben. Wenn du dir das ansehen willst, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Besprechen wir das im Versteck. Ich weiß, wir haben gerade erst aufgehört, darüber zu reden, aber... Hier ist ein Foto, das ich heute gemacht habe. Wah, da bin ja auch ich drauf. Du siehst aus, als hättest du Spaß, Futaba. Ann ist eine echt gute Fotografin. So fühlt es sich also an, wenn man fotogen ist. Bist du es nicht gewohnt, auf Fotos gut auszusehen? Ist jedenfalls definitiv ein gutes Foto. Ich verstehe dich. Ja, das Foto hat sogar die architektonische Genialität meiner Sandburg eingefangen. Tja, wenn du das sagst, Mann. Ja, müsst ihr euch mal angucken, die Sandburg von Yusuke ist da wirklich drauf, da im Hintergrund. So, aber wir können Oya machen, das ist ja schön. Dann werden wir da den Part auch, wie in den letzten beiden Parts, werden wir den Part im Crossroads beenden. Dann haben wir Oya im... Du kommst wirklich oft her. Ich habe eigentlich nichts dagegen, aber übertreib's nicht, okay? Dann werden wir den Part, dann werden wir den Part hier beenden und im Crossroads werden wir dann Oya das nächste Mal voll machen. Nice. Ja. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Das war mal ein schöner Strandausflug, ne? Hoffentlich, sehen wir sowas öfter noch in Spielen. Persona ist das Einzige, was mir jetzt in den Sinn kommt. Wer weiß, ob wir sowas noch öfter auf meinem Kanal sehen. Aber like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Persona-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!